Die Volksfestsaison hat mit dem Frühlingsfest begonnen. Doch anstelle von gemeinsamen Schunkeln in den Zelten herrscht dicke Luft in der Stadt. Der Grund? Motive auf den Fahrgeschäften und Buden, die nackte Frauen und stigmatisierte schwarze Menschen zeigen. Da wird einfach auf Klischees angespielt, die ganz eindeutig dem Rassismus zuzuordnen sind. Und sicherlich gab es da in der Vergangenheit vielleicht eine andere Wahrnehmung. Aber wir würden sagen, im 21. Jahrhundert sind wir in der Diskussion eigentlich schon sehr viel weiter. Und da ist eben klar, dass das rassistisch ist und dass wir das gerade an einem Ort wie auf der Wiesn, wo auch Touristinnen und Touristen aus der ganzen Welt kommen, so nicht mehr wollen. Der Antrag der Grünen zur Zensur solcher Zeichnungen stößt im Rathaus allerdings auf Gegenwind. Vor allem Wiesnchef Clemens Baumgärtner sieht die Sache kritisch. Ich glaube, die Wiesn ist kein Platz, auf dem man politisiert, sondern die Wiesn ist ein Volksfest. Und da geht es um Freude und da geht es um Spaß haben und nicht darum, die Political Correctness auf der Wiesn dann auch noch möglichst breit auszutreten. Im vergangenen Jahr sind knapp 5,7 Millionen Menschen aus der ganzen Welt auf die Wiesn gekommen. Und auch das Frühlingsfest ist mit rund 300.000 Besuchern 2022 gut besucht gewesen. Was sagen die Feierlustigen zu den anstößigen Budenmotiven? Nee, solche Bilder müssen nicht sein. Es muss da schon Grenze sein. Ich finde es jetzt nicht so schlimm eigentlich. Also ich würde es einfach lassen. Es muss jetzt nicht unbedingt sein, weil ja, sind wir jetzt, finde ich, in einem Jahrhundert, in dem man sagen kann, es gibt auch andere schöne Fotos. Es ist jetzt ein Volkfest, es ist Fahrgeschäft und es ist was anderes, wenn die Fotos in der Stadt oder irgendwo auftauchen. Vielleicht früher in der alten Tradition hat man das benutzt, aber jetzt hat sich ja die komplette Welt geändert. Also das passt gar nicht dazu. Die Bilder an den Buden zu verändern, wäre ganz schön kostenspielig. Bis zu 200.000 Euro müssten für eine einzige Budenumgestaltung gerechnet werden. Trotzdem finden es auch die Schausteller wichtig, gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Die Welt ist bunt, die Welt ist divers, man wird die Thematik aufgreifen. Aber das Thema ist mit Kosten verbunden, die man sich gar nicht vorstellen kann, weil diese Fassaden ja auch elektrisch mit Licht verziert sind. Und einfach nur, wenn eine Problematik ist, erst mit uns reden statt über uns, dann könnte man vieles schon gleich bei den Wurzeln bekämpfen. Ob auf der Wiesn 2023 andere Motive die Fahrgeschäfte zieren, wird sich zeigen. Die Bereitschaft zu Gesprächen und finanzieller Unterstützung seitens der Stadt ist aber in jedem Fall da.